Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story und zu diesem Haul-Video. Nur mal so in Perspektive. Dieses Paket ist unglaublich hoch. Ich kann euch gerne mal hier die Höhe einblenden. Ich wusste gar nicht, dass man sowas noch als normales Paket versenden kann und nicht als Sperrgut oder sowas. Wir werden das jetzt mal gemeinsam hier auspacken. Das sind ein paar EOL, was heißt EOL? Das sind schon fast Raritäten, die da drin sind. Und hier ist auch noch was Nettes drin. Und ein paar mehr Sachen, die jetzt noch hier noch nicht zu sehen sind, sind auch noch mit im Video. Von daher, ganz viel Spaß mit dem Video. Frag mich bitte nicht, warum ich die Pakete mit einem Seitenschneider aufmache. Wollte ich eigentlich im Museum lassen, aber dann habe ich doch mitgenommen. Ich bin gerade bei meiner Oma. Ich habe an Weihnachten tatsächlich die Weihnachtsgeschenke mit einem Seitenschneider aufgemacht. Das macht sonst auch keiner. So, und ich hoffe, dass das jetzt alles sicher gegangen ist, denn ich habe mal ganz dreist es einfach umgedreht, weil oben noch das Versandlabel drauf ist. So, und jetzt gucken wir da mal rein. So, Papier. Oh, da geht's schon los. Eieiei, da sind noch 100 Unterkartons drin. Also, falls man es nicht sehen kann, ich habe es bei JB Spielwaren gekauft. Da hatte ich ja auch schon diese riesige Sammlung abgefilmt und ein paar Sachen habe ich davon tatsächlich gekauft. Und da könnten jetzt ziemlich spannende Sachen drin sein. Ich weiß tatsächlich selber gar nicht, was jetzt genau wo drin ist. Also für mich ist auch ein bisschen Surprise. Aber das ist alles doppelt und dreifach hier eingepackt. Und da haben wir noch mehr Papier. Meine Oma wird sich freuen. Ein wiederverwendeter Lego-Karton, der wohl gerade geschreddert wurde. Und hier haben wir das erste Set. Oh ja, da sieht man es schon. Aber das ist echt gut eingepackt. Das muss man schon sagen. Ist das hier die 7573 von The Prince of Persia. Also das ist ein Film, der war so ein bisschen angelehnt auf The Lone Ranger und Pirates of the Caribbean, um quasi diesen Stil nachzuempfinden. Bei mir hat es gut funktioniert. Ich fand den Film echt richtig cool. Es gab sogar auch Lego-Sets dazu. Und das hier ist eins. Die Schlacht um Alamut mit dem Kamel noch dazu und halt dieser Festung quasi. Hat schon ein bisschen was von einer Ritterburg, nur halt so persisch quasi. Sowas gab es eigentlich danach nie wieder in dem Stil. Und weil ich den Film mag und das Set schon ewig haben wollte, habe ich es da gekauft. Ist tatsächlich auch noch original verpackt, wie man hier sehen kann. Da haben wir das Siegel. In der 16. Kalenderwoche von 2020 wurde das hier gepackt zumindest. Das habe ich mir schon lange gewünscht. Das Set ist sehr, sehr cool. Nur damals, als der Film herausgekommen ist, bin ich zu jung gewesen, um die Sets zu kaufen. Beziehungsweise habe ich mich nicht dafür interessiert. Und hier haben wir dann das nächste. Oh ja, da ist direkt das nächste Prince of Persia Set. Da seht ihr, Batteries included. Das hier ist der Kampf um die Zeit. Also ich will den Film jetzt nicht vorwegnehmen. Ich kann eine kleine Zusammenfassung dann im Review machen. Jedenfalls haben wir hier so ein bisschen angelehnt auf Indiana Jones quasi so einen Tempel mit so einer riesen Schneideklinge drin. Hier oben diese Sanduhr. Ja, auch ein cooles Set. Achso, und hier kann man noch die Dolche. Egal, ihr könnt euch das Review hier angucken. Ich bin jedenfalls sehr, sehr happy, dass ich diese Sets jetzt hier habe. Vor allen Dingen in einem guten Zustand, kann man nicht anders sagen. Ist wie gesagt alles original verpackt. Ah, das wird mir schon ein bisschen das Herz brechen, die aufzumachen, aber naja, gut. Aber es war natürlich noch lange nicht alles. Hier geht's weiter mit dem nächsten. Zwei Sets sind da drin. Schnibbeli dip. So, okay, hier jetzt der Brick Story aus der Zukunft. Mein Mikrofon ist kaputt gegangen letztens und deshalb muss ich jetzt neue durchprobieren und ich bin mit keinem so richtig zufrieden. Es ist schlimm. Ich bekomme das alte aber auch irgendwie nicht wieder und die vom Kundenservice wollen wir auch nicht, egal, schlimmes Thema. Interessiert euch für die neuen Sets. Ich habe hier die Darth Vader Transformation aus 2005 aus dem ersten Jahr von Star Wars, die Rache der Sith. Also das ist direkt zum Film quasi erschienen. Und was war das damals für ein Megaset, Darth Vader und Anakin Skywalker in einem Set zu bekommen? Ich glaube, ich habe es gleich auch noch gezeigt. Da ist sogar noch ein Preisaufkleber mit an der Seite dabei gewesen. 8,99 Euro hat dieses Ding gekostet. Man konnte es noch wieder umbauen in irgendwas anderes, was da ja immer als Vorschläge noch mit dabei gewesen ist. Ob ich es aufbauen werde oder nicht, es ist natürlich noch original verpackt. Das müsst ihr euch vorstellen, aus 2005 und das Ding ist noch original verpackt. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Wahrscheinlich werde ich es in der Sammlung lassen. Allerdings habe ich es jetzt gekauft und der Preisaufkleber ist unten dran. Das ist nicht so ganz optimal. Dann werde ich es wahrscheinlich doch aufmachen. Und weiter im Text. Oh, das sind quasi alles einzelne Pakete hier. Achso, das sind Karten. Okay, die gehören gar nicht dazu. Alles einzelne Pakete hier drin. Super für ein Unboxing-Video. Machen wir mit dem nächsten weiter. Und es ist tatsächlich auch noch alles in einem guten Zustand.
Das ist der Battle Droid Carrier. Der ist aus 2000 und weiß nicht was, also ganz Anfang. Damals gab es, glaube ich, noch nicht mal Episode 2. Der basiert hier auf Episode 1 und für mich ist es quasi das erste Battle Pack. Ich habe es jetzt da ja in der Hand und habe es abgefilmt und da sind einfach 7 Battle Droiden drin. Das ist genauso viel wie damals in diesem Battle Droid Battle Pack. Die haben auch alle noch einen Blaster. Klar, das ist der alte Blaster. Da haben die noch diese abgeknickten Arme gehabt. Plus dazu ist noch ein Pilot mit dabei mit einem netten Print drauf. Man könnte quasi sagen, es ist das erste Battle Pack. Leider ist da auch noch ein Preisaufkleber und unten so ein Barcode-Aufkleber drauf zu sehen. Und der Preis sagt jetzt hier 12 Euro. Ich habe natürlich wesentlich mehr bezahlt, weil das hier auch wieder original verpackt ist. Ist ganz praktisch, dass das alles einzeln verpackt ist. Ah ja. So, jetzt haben wir das nächste Paket aufgemacht. Ihr merkt, ich kommentiere immer das, was ich als Paket habe, quasi nach. Sollte aber nichts machen. Das hier ist, ach Gott, eine Legende. Das habe ich damals im Baumarkt gekauft. Anfang meiner richtig heftigen Star Wars Zeit. Das Clone Trooper Battle Pack mit 2 Bomb Squad Trooper mit dabei. Aft Trooper, normaler Clone Trooper. Ein Speederbike, das wunderschön gewesen ist für die damalige Zeit. 15 Euro hat der Schinken damals gekostet. Hier jetzt natürlich wesentlich teurer, original verpackt aus dem Jahr 2011. Dann auch noch mit dem schönen Rex oben auf dem Boxart, parallel zu dem Mando Battle Pack rausgekommen. Wahnsinnige Zeiten, da hat mich einfach die Nostalgie so ein bisschen gekickt, dass ich das original verpackt haben wollte. Und an der Stelle sei auch noch kurz gesagt, ich habe auch bei Rossmann den Hydra Stomper von Captain America und dieses Classic Batmobile gekauft, sowie noch Videofiguren. Die Videofiguren gab es mit 50% Rabatt plus dazu. Wenn ihr die Rossmann-App habt, bekommt ihr auf alles nochmal 10%. Das ist keine Werbung oder sonst was. Ich benutze das halt seit Jahren so. Kann ich auch nur empfehlen. Das ist quasi wie Weihnachten, dass sie gerade auszupacken. Genau sind. Oh! Tja, und im nächsten Paket war dann was ziemlich Cooles, und zwar der Tusken Raider Encounter. Das war mein erstes richtiges Star Wars Set, kann man wirklich so sagen. Bin ich mit meiner Mutter damals bei Famila gewesen und habe das gekauft. Da kannte ich noch nicht mal, wusste ich nicht mal, was Star Wars gewesen ist. Das hier ist leider nicht original verpackt, die Tüten sind original verpackt. Davon werde ich ein komplettes Unboxing-Nostalgie-Video machen, weil es einfach so genial ist, das Ding. Also beziehungsweise für mich so viele Erinnerungen hat. Freut euch auf das Review dazu. Set aus 2002 auspacken. Cool. Also ich sag's euch, der Seitenschneider wird das neue Unboxing-Messer, wenn das so weitergeht. Und hier haben wir dann das nächste Prince of Persia Set. Und zwar ist es in dem Fall das Straußenrennen. Da sind Straußenfiguren mit dabei gewesen. Wie genial ist das bitte? Straußenfiguren in diesem Set, die gab es sonst in keinem anderen Set. Ich glaube, 20 Euro hat das Ding damals gekostet. Prince of Persia, wie vorhin gesagt, den Film mag ich gerne. Ob sie 20 Euro wert ist, beziehungsweise das, was ich jetzt dafür bezahlt habe im Neuwert, ich weiß ja nichts. Es ist auch noch original verpackt. Soweit ich weiß, sind die Dinger damals auch exklusiv gewesen bei Karstadt bzw. Galeria Kaufhof. Oh, yes. Hier haben wir dann das nächste, und zwar ist das ein Classic TIE Fighter. Ich glaube, es ist sogar einer der ersten TIE Fighter, die es gegeben hat. TIE Advanced von Vader war, glaube ich, noch früher. Dieser hier, den habe ich jedenfalls gekauft, um mal einen Vergleich zu machen. Ist Lego Star Wars teurer geworden oder nicht? Denn hier ist noch ein Preisaufkleber an der Seite, was dieser Fighter hier gekostet hat im Vergleich zu dem heutigen für 40 Euro. Plus dazu sind 2 Minifiguren mit dabei und der Fighter, naja, die waren halt damals noch blau. Aber auch dazu mehr dann im Review. Hier auf der Rückseite könnt ihr noch sehen, man konnte den damals auch noch umbauen dann tatsächlich. Als Kind hat mir es gefallen, aus heutiger Sicht würde ich es natürlich nie im Leben umbauen. Kein Kommentar. So, und hier in diesem größeren Päckchen haben wir dann nochmal ein Prince of Persia Set drin. Und zwar in dem Fall ist das der Kampf auf dem Marktplatz quasi. Dort haben wir hier wieder ein Kamel mit dabei. Wir haben die Prinzessin wieder mal dabei. Wir haben Dastan wieder mit dabei. Sieht relativ simpel aus, dieses Set. Man kann aber trotzdem noch ein paar Funktionen hier ausüben. Und gerade diesen persischen Soldaten, der da am Start ist mit der goldenen Rüstung, der sieht auch ganz cool aus. Ich bin wirklich gespannt darauf, die aufzubauen. Und hier in der nächsten Verpackung haben wir dann nochmal ein 1999er Star Wars Set. Und zwar den X-Wing Starfighter. Der allererste X-Wing, der sieht einfach immer noch besser aus als den X-Wing, den sie in der 4-Plus-Reihe rausgebracht haben mit Poe Dameron. Das Set werde ich auch irgendwann unboxen. Ein ganz altes Star Wars Set.
Ich glaube, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Wir haben ja auf dem Kanal zum Glück die Möglichkeiten und dann einfach so ein Nostalgie-Set aus 1999 öffnen. Die Luft von aus Dänemark aus 1999, aus der ersten Star Wars-Reihe. Leider hier an der Seite auch noch mit so einem Aufkleber dran. Das ist natürlich immer nicht ganz so schön. Vollkommen verrückt, sowas in den Händen zu halten und dass es jetzt quasi meins ist. Damals kostete das sogar auch noch in D-Mark, wie ihr hier sehen könnt. Zack, da ist der Lachs oben auf dem... Ah ja. Im nächsten Paket haben wir dann noch ein Prince of Persia Set. Und zwar ist es in dem Fall das Battle Pack. Das Battle Pack wieder mit Dastan mit dabei, aber auch noch von diesen zwei Kriegern sind zwei mit dabei, so wie ein Skelett. Von dem Skelett hätte ich hier lieber einen persischen Krieger mit diesem coolen Helm gehabt, damit man halt die Schlacht um aller Mut so ein bisschen erweitern kann. Aber nun gut, so ist das. Es ist sogar ein Print hier auf diesem einzelnen Pferd mit dabei. Und ich meine, die UVP wäre damals 15 Euro für das Ding gewesen. Da muss man fairerweise schon sagen, ein paar Star Wars Battle Packs waren da schon günstiger. Aber gut, es ist eine Disney-Lizenz. Ich denke, da werden sie ordentlich für geblecht haben damals. Das nächste Paket enthält dann hier noch ein altes Star Wars Set. Und zwar ist es der erste Imperial AT-ST mit Chewbacca natürlich mit am Start. Und wenn ihr euch die Boxgröße mal anguckt, das hat genau die gleiche Größe wie ein Battle Pack, beziehungsweise in dem Fall hier dieses Prince of Persia Set. Krass, wenn man überlegt, heute liegen die bei 50, 60 Euro, die AT-ST Walker. Aber ganz ehrlich, da sah der erste halt hier auch einfach nicht so gut aus. Früher vielleicht für die Verhältnisse. Es ist aber auf jeden Fall ein Set, welches in die Jahre gekommen ist. Und hier auf der Rückseite ist einfach auch noch Chewbacca mit seinem eigenen Podracer. Eieiei. Ich werde jetzt mal anfangen, den ganzen Müll hier rauszubringen. So, ich habe jetzt angefangen, hier aufzuräumen. Und da ist das verlorene Set drin. Fast übersehen. Das war eine ganz knappe Geschichte. Eine andere kann sich wahrscheinlich schon denken, was es ist. Es ist ein Magnet. Und zwar in dem Fall der Silver Stormtrooper. Das ist die Version, die man auch noch hier hinten von dem Stein hier abnehmen kann. Und dieser Silver Stormtrooper, den gab es halt unter anderem bei den Magneten. Ich habe auch schon geguckt, ob ich den irgendwie gebraucht kaufen kann. Sehe ich, wenn man den gebraucht kauft, dann ist immer das Risiko, dass irgendwas kaputt ist, Chrom nicht richtig ist. Und jetzt habe ich ihn da gesehen und habe gedacht, nehme ich ihn mal mit. Ich muss ihn halt öffnen aus dieser Verpackung, aber ist das halt mega, mega coole Figur, auch damals zum 10-jährigen Star Wars, Lego Star Wars Jubiläum. So, und dann hatten wir noch hier diese riesige Box. Dort ist der UCS Millennium Falcon drin. Dort habe ich schon ein ausführliches Unboxing-Video gemacht, falls euch das genauer interessiert. Das Ding ist, es sieht so aus, als ob ich ihn runtergeworfen hätte, jetzt gerade hier. Ich habe ihn aber nicht runtergeworfen. Ich baue ihn nur einfach in solchen einzelnen Stücken auf. Ich baue quasi immer die Bauabschnitte auf und die Zwischenschritte lasse ich dann. Der Rest bleibt erstmal so, wie er ist. Den werde ich auch nochmal wieder auseinandernehmen, denn ich muss ihn ja noch von hier ins Museum bekommen von meiner Oma aus. Deshalb geht es halt nicht anders, dass ich ihn in einzelnen Schritten bauen muss. Persönlich habe ich da jetzt kein Problem mit. Dann habe ich halt das Befriedigende, wenn ich den ganz schnell zusammenbauen kann. Und vielleicht ist es sogar gut fürs Video, weil ich dann die Bautechniken zeigen kann. Na, mal schauen, wie das Review so wird. Kommt dann halt aus dem Museum. Das wäre es aber erstmal gewesen mit den Retro-Sets. Ihr seht, das sind wirklich schon ein paar. Ich bin da sehr glücklich drüber. Ich hätte natürlich mehr kaufen können. Es macht für mich aber halt einfach keinen Sinn, wenn ich sowieso die Sets aufbaue, beziehungsweise jetzt reviewen möchte, dann solche teureren Sets original verpackt zu kaufen. Bei den Prince of Persia Sachen, die nicht so stark gestiegen sind, kann man das auch machen. Oder bei diesen Sets, wo ich dann halt ein cooles Video draus machen kann, finde ich es auch in Ordnung. Aber bei solchen großen Sachen, das kann ich mir halt einfach nicht leisten und es macht für mich schlichtweg keinen Sinn. Ja, aber ansonsten war das ein spaßiges Unboxing-Video, fand ich. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Hier findet ihr noch weitere Haul-Videos bzw. weitere Lego-Videos. Habt einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao, ciao.